Heute gibt es wieder 5 Tipps zu eurem MBUX-System und ich gebe euch noch einen Tipp, wie ihr beim Kauf eines Gebrauchtwagens im Autohaus anders richtig Geld sparen könnt. Also seid dabei. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Wie ihr wisst, bekommt ihr von uns jede Woche 2 neue Videos. Ihr bekommt Tippvideos, Mercedes-Neuheiten, Mercedes-Tests, Verbrauchsfahrten und ja, alles, was so zu Mercedes gehört. Wenn ihr also immer auf dem neuesten Stand sein wollt, was Mercedes betrifft, dann schaut gerne auf unserem Kanal vorbei, abonniert den Kanal und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten schon mit unserem Tippvideo. Aber, ach genau, ich habe euch ja noch versprochen. Und zwar haben wir gerade im Autohaus anders eine Gebrauchtwagenaktion. Deswegen stehen wir auch hier auf unserem Gebrauchtwagenplatz und vor diesem wunderschönen GLC Coupé. Denn die Aktion nennt sich, das fängt ja gut an. Also ja mit HR am Ende. Also ja. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und da haben wir uns überlegt, da wir einige GLCs und einige CLAs im Bestand haben, dass wir bei den Fahrzeugen immer einen Nachlass von 2024 Euro gewähren. Bedeutet also, ihr könnt das entweder als Nachlass für den jungen Stern nehmen, ihr könnt das Ganze als Anzahlung für eine Finanzierung nutzen, eure Anzahlung damit aufstocken. Ihr könnt auch sagen, ich möchte mir mit den 2024 Winterräder kaufen oder was auch immer. Also ihr könnt frei entscheiden, was ihr mit diesem Geld macht. Wichtig ist, dass ihr eins von den ausgewählten Fahrzeugen auswählt. Ja, und unter anderem wäre auch dieses wunderschöne GLC 400D Coupé mit dabei, mit AMG-Paket, Night-Paket, Head-Up-Display, digitalem Cockpit und ja, alles, was man braucht. Wo ihr die Autos findet, das blenden wir mal hier ein. Da geht es zu allen Aktionsfahrzeugen, wo wir diesen Rabatt dann halt auch gewähren. Genug geredet, wir starten mit unserem Tipp Nummer 1, denn ich habe heute ein paar coole Tipps dabei. Und wieder einmal ist es so, dass wir die meisten Tipps aus euren Fragen haben. Das heißt, viele von euch kommentieren ja auch unter das Video, also schreibt gerne unter das Video, was ihr wollt, ob es ein freundlicher Kommentar ist, ob es eine Frage ist oder ob es einfach nur ein Daumen hoch ist, tut es gerne. Und wenn wir Fragen haben, die öfter auftauchen, dann nehmen wir die oftmals auch mit unseren Tippvideos mit hinein. Genauso auch hier in diesem Video. Und deshalb schauen wir uns im ersten Tipp mal die Einstellung des Head-Up-Displays an. Und dafür gehen wir ins Auto. Da ist nämlich auch wärmer als hier draußen. Die Frage kam häufiger auf, dass die Position des Head-Up-Displays nicht ganz richtig ist und wie man vielleicht auch das Ganze besser einstellen kann oder wie man es auch einfach ausschalten kann. Und dafür haben wir ein paar Funktionen und das heißt, es wird jetzt ein etwas längerer Tipp, denn ich zeige euch mal, wie ihr die Einstellung vom Head-Up-Display perfekt vornehmen könnt. Als erstes natürlich wichtig, wie schalte ich das Ganze eigentlich ein oder aus? Ganz einfach, ich kann zum einen sagen, hey Mercedes, was kann ich für dich tun? Head-Up-Display einschalten. Das Head-Up-Display wird angezeigt. Das hat schon mal funktioniert. Auf dem gleichen Wege kann ich es natürlich auch ausschalten, indem ich sage, schalte Head-Up-Display aus. Oder aber ich mache das manuell und gehe dabei einmal auf den mittleren Bildschirm. Und dafür gehen wir hier in die Fahrzeugeinstellung, entweder über das Display oder über die Schnellauswahltaste in der Mittelkonsole. Zack, da wähle ich es aus und schon sehe ich hier unter Schnellzugriff den Punkt HUD, also Head-Up-Display. Wenn der blaue Balken hier drin ist, ist das Head-Up-Display eingeschaltet. Wenn es aus ist, dann sieht das Ganze so aus. Ich schalte es immer wieder ein. Hier ist es auch ganz schön dargestellt, was das Auto uns hier dann zeigen möchte. Das ist aber nicht alles, was wir in Einstellungen haben. Die wichtigen Einstellungen, die finden wir natürlich für den Fahrer gut erreichbar im Tacho. Und dort schwenken wir mal kurz rüber und gucken mal, was sich dort so verbirgt. Und zwar links am Lenkrad tippt ihr aufs Haus, geht dann ganz nach rechts auf den Punkt HUD und 120 steht drin mit dem Pfeil. Und da kann ich jetzt folgende Funktion einstellen. Ich habe einmal die Position, die ich dann auswählen kann. Wenn ich jetzt, also Position wähle ich aus, indem ich auf den Touch-Control-Button klicke längs am Lenkrad und wische dann entweder hoch und runter und kann die Position dann höher stellen oder niedriger stellen, je nachdem, wo es zu meiner Sitzposition passt. Ich würde den jetzt für meine Sitzposition so einstellen. Dann könnt ihr die Helligkeit einstellen. Bedeutet auch hier wieder hoch oder runter wischen heller. So könnt ihr es dunkler machen. Und ganz wichtig, die Inhalte, denn auch dort könnt ihr entscheiden, was ihr möchtet. Es gibt einmal zum Beispiel nur die gefahrene Geschwindigkeit, die ihr gerade fahrt. Oder ihr wählt aus, dass ihr die gefahrene Geschwindigkeit plus das erkannte Verkehrszeichen sehen möchtet. Dann könnt ihr sagen, nur gefahrene Geschwindigkeit plus Navigationshinweise bzw. Fahrtrichtung Nord, Süd, Ost oder West. Oder halt das Maximum an Informationen, sprich
Geschwindigkeit, die ihr fahren dürft, gefahrene Geschwindigkeit, die das Auto gerade fährt, plus Navigationshinweise. Das ist übrigens auch meine favorisierte Einstellung, weil man dann wirklich alles im Head-Up-Display hat, was im Endeffekt fürs Fahren wichtig ist. Und so bekommt man alle Informationen und braucht sich nicht ablenken lassen, indem man vielleicht die Augen dann vom Verkehr abwendet. Denn dafür gibt es genug andere Dinge. Ja, das war's zur Einstellung des Head-Up-Displays. Hier ist es jetzt so, dass wir in dem Kombi-Instrument beim GLC oder bei der C-Klasse diese Einstellung haben. Bei den MBUX-Systemen, die zum Beispiel ein Widescreen-Cockpit haben, dort ist die Einstellung noch etwas anders. Das werde ich euch aber nochmal in einem Tippvideo zeigen. Weiter geht's zum nächsten Tipp. Und zwar haben wir uns da gerade die Anzeige oder die Inhalte angeschaut, die wir im Head-Up-Display anzeigen können. Unter anderem auch den Verkehrszeichenassistenten. Und diesen Verkehrszeichenassistenten können wir natürlich auch einstellen, dass der uns warnt vor Geschwindigkeitsüberschreitungen. Für alle Leute, die zuschauen, die ein ganz, ganz, ganz neues Auto fahren, die kennen diese Meldung oder dieses Problem, dass dieser Verkehrszeichenassistent immer wieder sich nach dem Einsteigen und nach dem Starten des Fahrzeuges einschaltet. Das ist hier zum Glück noch nicht so, weil es ein etwas älteres Fahrzeug ist. Da gab es diese gesetzliche Vorgabe noch nicht. Nichtsdestotrotz können wir da den Verkehrszeichenassistenten einstellen. Und wie das funktioniert, schauen wir uns mal an. Und dafür gehen wir wieder rüber auf den Zentraldisplay. Dafür gehen wir wieder in unsere Fahrzeugeinstellungen, wählen dann hier den Punkt Assistenz. Und unter Assistenz seht ihr hier auch schon ganz klar angezeigt den Punkt Verkehrszeichenassistent. Wichtig ist natürlich, dass der Verkehrszeichenassistent auch mit ausgestattet ist. Das war ich. Und zwar geht ihr dann auf den Verkehrszeichenassistent und könnt jetzt hier sagen, Verkehrszeichenassistent optisch und akustisch würde bedeuten, dass das Fahrzeug nicht nur das Verkehrszeichen erkennt und dann, ich sag mal, uns eine pulsierende Meldung gibt, dass wir zu schnell fahren, sondern auch einen Warnton macht, wenn wir die Geschwindigkeit überschreiten. Deswegen, ich würde immer sagen, wählt gerne optisch aus. Das sollte meistens schon reichen, um zu sehen, dass ihr zu schnell fahrt. Wem es nicht reicht, der kann natürlich noch die akustische Warnmeldung mit dazu nehmen. Wen es stört, der kann es ausschalten, aber dann ist es natürlich auch blöd, dass man sich einen Verkehrszeichenassistenten bestellt hat. Oder man sagt, ich habe vielleicht einen jungen Stern gekauft, der Verkehrszeichenassistent ist mit drin, ich brauche ihn aber nicht. Ich will ihn aber immer zumindest wenigstens auf der oder mich optisch warnen lassen. Dann haben wir unten den Punkt Warnschwelle. Warnschwelle würde bedeuten, ich kann hier einstellen, ab wann mich das Fahrzeug warnen soll. Also ab wann ich die Geschwindigkeit überschreite. Wenn ich jetzt also bei erlaubten 70 über 70 fahre und ich hier 0 km/h eingestellt habe, würde mich das Auto dementsprechend sofort warnen, sobald ich schon bei 71 km/h bin. Ich kann aber auch sagen, hey, pass mal auf, warne mich erst bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 5 km/h und nicht 0 km/h. Das heißt, wenn ich dann 75 fahren würde, würde mich erst dann warnen, wenn ich über 75 fahre. Das Ganze geht bis 10 km/h hoch. Grundsätzlich müsst ihr selber entscheiden, wo ihr das einstellt oder wie ihr es einstellt, denn schöner ist es natürlich, wenn man sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält, aber ich verstehe es, wenn man sagt, ich schalte es auf 5 km/h ein, dass das Fahrzeug sich nicht immer sofort meldet. Dazu haben wir noch den Punkt Anzeige im Zentraldisplay. Das heißt, es würde mir dann anzeigen, im Zentraldisplay noch anzeigen, dass die erkannte Geschwindigkeit hier im Zentraldisplay angezeigt wird und dann auch anfängt zu pulsieren, sollte ich die Warnschwelle überschreiten. Also das gerne mal auch bei euch im Fahrzeug überprüfen, wie dort die Einstellung ist, falls ihr den Verkehrszeichenassistent als störend empfinden solltet. Als nächstes geht es zu Tipp Nummer 3 und dieser Tipp ist auch wieder aus einigen Fragen von euch entstanden und auch aus einer Frage im Autohaus. Und zwar kam ein Kunde rein, der vor kurzem seinen jungen Stern bekommen hat, war tatsächlich auch ein GLC und sagt dann zu mir, also ihr habt mir ein Auto verkauft, wo Beifahrer-Airbag kaputt ist oder mein Airbag nicht richtig funktioniert. Da habe ich gedacht, okay, das darf natürlich gar nicht passieren. Bin dann mit ihm nach draußen und habe dann gemerkt, okay, das ist vielleicht eine Anzeige, die ich als Kunde nicht richtig wahrnehme. Und zwar steht nämlich jetzt hier in der Mittelkonsole, Passenger Airbag off. Natürlich für mich immer eine Frage und so eine orange Warnmeldung hier mitten in der Mittelkonsole, die mich so ein bisschen vielleicht aufmerksam macht, dass dort was nicht stimmen könnte. Es ist aber so, dass fast alle Mercedes, fast jeder Mercedes
über die automatische Beifahrer-Airbag-Abschaltung verfügt. Bedeutet also, wenn jetzt keiner auf dem Beifahrersitz ist, schaltet sich der Beifahrer-Airbag automatisch aus. Oder aber, wir haben auch eine automatische Kindersitzerkennung auf dem Beifahrersitz. Klar, normalerweise gehört der Kindersitz immer nach hinten. Manchmal lässt es sich vielleicht nicht vermeiden. Und wenn ich dann den richtigen Kindersitz habe, kann auch der Beifahrersitz erkennen oder erkennt der Beifahrersitz, dass es sich dabei nicht um einen Mensch handelt, der auf dem Sitz sitzt, sondern durch die Auflageflächen erkennt, hey, pass auf, das ist hier ein Kindersitz. Und auch dann würde der Beifahrer-Airbag sich automatisch ausschalten. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich, wenn niemand dort sitzt, diese Passenger-Airbag-Off-Anzeige da stehen. Aber ich zeige euch mal was. Wenn ich jetzt den Platz wechsle, dann steht dort nicht mehr off, sondern gleich on. Ich mache das mal eben. Aufgepasst, ich setze mich auf den Beifahrersitz und schon springt die Anzeige um von off auf on und das Ganze zeigt mir jetzt an, hey, pass auf, Beifahrer-Airbag ist eingeschaltet und zeigt mir aber auch, dass in dem Moment, wo da jetzt on steht, ich auf jeden Fall es unterlassen sollte, dort einen Kindersitz hinzustellen, denn wenn der Kindersitz umgekehrt steht, ist es halt absolut nicht förderlich, wenn ein Airbag dann auslöst. Das zu der Anzeige. Es ist also kein Fehler, sondern tatsächlich einfach nur eine Information darüber, ist Beifahrer-Airbag eingeschaltet oder ausgeschaltet. Das Schöne daran ist, dass es bei den neuen Fahrzeugen, zum Beispiel bei der C-Klasse, die ich fahre, nicht mehr hier mitten im Mittelfeld angebracht ist, dass ich sehen kann, sondern jetzt oben in der Nähe der Lichtschalter. Das ist es nicht mehr ganz so auffällig und die Leute sagen dann vielleicht, ich habe es gar nicht gesehen, dass da irgendwas angezeigt wird. Aber die Information ist trotzdem da. Und damit geht's zu Tipp Nummer 4. Für Tipp Nummer 4 bleibe ich gleich mal hier auf dem Beifahrersitz sitzen, denn dieser Tipp gilt für alle Passagiere im Fahrzeug. Mercedes ist immer sehr bedacht, dass wir möglichst sicher ans Ziel kommen und auch möglichst sicher unterwegs sind. Aber es kann natürlich dazu kommen, ist mir eingefallen, weil wir gerade von Airbag sprechen, dass es mal ja wirklich zu einer Notsituation kommt oder zu einer Panne oder zum Unfall. Und auch da hat Mercedes sich was überlegt und auch ja was Gutes gemacht. Was ich euch jetzt leider nicht zeigen kann, ich kann es euch nur erzählen. Und zwar nennt sich das Ganze Notfallhelfer. Bedeutet also, bei Unfällen oder Pannen zeigt der Notfallhelfer Sicherheitshinweise im Display des Multimedia-Systems an. Heißt also, wenn ich in einer Situation bin, wo ich selbst nicht weiß, was ich tun soll, hilft mir das Auto. Ich würde es jetzt mal ganz kurz vorlesen. Und zwar, dazu gehören zum Beispiel Handlungsempfehlungen beim Verlassen des Fahrzeugs. Bedeutet also, wenn ich jetzt also eine Panne habe oder einen Unfall, wird mir das Auto sagen, hey, pass auf, so verlässt du sicher dein Auto. Oder aber das Vorgehen zum sicheren Abschnallen bei einem Unfall mit Dachlage. Wenn ich also auf dem Dach liege, würde das Auto das auch merken durch die Sensoren und würde mir dann hier im Multimedia-System anzeigen, wie ich mich sicher abschnalle, wenn ich mich in Dachlage befinde. Des Weiteren wird der Notfallhelfer aktiviert, wenn das Insassenschutzsystem ausgelöst hat, das heißt, wenn gemerkt wird, dass hier etwas im Auto nicht stimmt oder auch vielleicht ein Airbag offen ist, ein getätigter Notruf. Wenn zum Beispiel der Notruf sich selbst absetzt oder ich den Notruf absetzen würde und das Auto erkennt, hier stimmt was nicht im Auto. Oder aber in bestimmten Pannensituationen, wenn zum Beispiel, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil die Pannensituationen nicht genau beschrieben sind. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das Auto mir auch vorschlägt, wenn ich eine Reifenpanne habe, was ich dann am ehesten zu tun habe. Also ein ganz wichtiges Thema. Ich hoffe, dass ihr diesen Notfallhelfer nie brauchen werdet. Wenn es aber so sein sollte, dass man ihn braucht, dann könnt ihr sicher sein, dass das System euch auch in einer solchen Situation unterstützend zur Seite steht. Angekommen bei Tipp Nummer 5, komme ich bei diesem Tipp auch wieder zurück auf eine Frage. Das ist vielleicht nicht die direkte Lösung, aber man kann es damit schon etwas besser darstellen. Es ist ja so, dass wir hier in dem MBUX-System oder in jedem MBUX-System schon die neue Sprachsteuerung haben, indem ich mein Auto ansprechen kann mit dem Aktivierungsmod Hey Mercedes, Hallo Mercedes oder manchmal auch nur, ja danke, nur Mercedes. Und in einigen Fällen, wenn ich mich unterhalte, dann fällt mal das Wort Mercedes und sofort hört mein Auto zu und sagt mir, was kann ich für dich tun? Da das für den einen oder anderen vielleicht störend sein kann, hat Mercedes natürlich gesagt, ich kann auch diese Sprachsteuerung deaktivieren und ich steuere das Ganze dann nur über die Taste am Lenkrad. Wie funktioniert das? Und zwar gehen wir dafür wieder in unsere Fahrzeugeinstellungen und wählen dann hier nicht den Punkt Fahrzeug, sondern System. Unter System sehen wir hier Linguatronic oder bei einigen etwas neueren Fahrzeugen heißt es schon Sprachassistent. Ich wähle also die Linguatronic aus und hier kann ich dann sagen, Sprachaktivierung Hallo Mercedes ausschalten.
Das heißt, wenn ich jetzt Hey Mercedes sage, Hallo Mercedes sage, Mercedes sage, wird das Auto nicht mehr reagieren, sondern nur dann, wenn ich die Taste am Lenkrad betätige, also die Sprachbedientaste hier am Lenkrad, ich blende sie euch mal kurz ein, dann seht ihr, kann ich auch mit dem Auto sprechen, aber die Sprachaktivierung ist dementsprechend nicht mehr aktiv. Wen es also stört, der kann es hier ausschalten. Wen es nicht stört, der kann es hier wieder einschalten. Das gleiche gilt natürlich auch dafür, wenn ihr euch fragt, warum euer Auto euch nicht hört. Das kann natürlich sich um einen Fehler handeln, dass das Mikrofon vielleicht nicht richtig funktioniert oder was auch immer. Es kann aber auch sein, dass ihr einfach nur hier den Haken nicht drin habt und das Auto euch auch gar nicht zuhören will, solange ihr das Ganze ausgeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, kommentiert gerne freundlich, kommentiert eure Frage und abonniert natürlich unseren Kanal. Kostenlos, ganz klar. Und denkt dabei noch an unsere Aktion. Solltet ihr also einen CLA aus der Baureihe 118 haben möchten oder einen GLC aus der Baureihe 253, egal ob Coupé oder SUV, dann schaut hier unten am Links vorbei. Da gibt es 2024 Euro Rabatt oder wie ihr ihn euch einsetzen wollt. Das bleibt euch überlassen. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Euer Joschka Gossel vom Autohaus Anders & Fechter.